Wunderschönen guten Tag, meine lieben kleinen Gitarristen. Heute soll es wieder was für euch geben, und zwar aus dem Fridolin. Hier habe ich ihn, ihr seht das aus diesem Buch. Und wir waren da bei dem G, bei dem H und bei dem A. Ihr wisst noch, hier sind wir. G hatten wir grün, ihr seht das vielleicht. Rot hatten wir das H auf der 1, 2 auf der dritten Notenlinie und dazwischen ist das A. Das hatten wir gelb gemacht. Und wir hatten auch schon Keller, Assel und Floh, das war die Seite 18, Nummer 22. Heute soll es weitergehen. Die Nummer 23 könnt ihr mal alleine probieren. Ich würde jetzt einfach mal zum nächsten Lied gehen. Zum Herrn von Poppel. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass wir nicht nur mit dem Daumen zupfen. Also die ganz Kleinen machen das mit dem Daumen. Aber die Großen, die probieren das schon mal mit den beiden. Ich hatte euch das schon gezeigt. Wartet mal, ich habe heute meine E-Gitarre einfach mal mit. So, wir wollen mal gucken. Ich hänge sie mir mal um. Und zwar hatte ich euch das schon gezeigt. Der Daumen legt sich hier drauf. Und dann Zeigefinger, Mittelfinger, Zeige, Mittel. Und die machen sich ganz lang. Ja? Und wir wollen mal gucken, wie das klingt. Wer das noch nicht probiert hat, der zupft den mit dem Daumen. Das ist auch in Ordnung. Ja? Und wenn er mit dem Daumen zupft, dann kommen die Finger, die ganzen Finger, 1, 2, 3, 4, kommen unten ran und dann zupft ihr so. Seht ihr das? Der zupft dann auf die nächste Seite. Zack, zack, zack. Okay. Es soll heute zum Herrn von Poppel gehen. Und der Herr von Poppel ist die Nummer 27 in diesem wunderschönen Fridolin-Gitarrenbuch Band 1. Los geht's, Herr von Poppel. Mit G fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Herr von Poppel ist ein Lulatsch. Grüße 130. Sein Recht. Ich hoffe, das ist nicht zu schwer für euch. Ihr Kleinen, ihr könnt mir gerne was über die Mutti hier unten posten, dass er sagt, Herr Eitel, ich brauche hier nochmal Hilfe. Oder wie geht denn das? Ihr müsst mir Bescheid geben. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.